Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mit eurem Gameblamer. Und ich musste beim Amazon Cyber Monday zuschlagen. Mittelerde, Mordors Schatten habe ich mir geholt, obwohl ich es mir zuerst nicht holen wollte. Aber das war dafür... ...43 € oder so. Da habe ich mir gedacht, boah komm, jetzt musst du das aber holen. So, ja, und ich bin jetzt echt mal gespannt, was das Spiel so hermacht. Drücken wir mal X. Oh, wir haben leuchtende Augen, ja. Ich habe die Update-Datei, die jetzt neu ist, noch nicht installiert, weil... stell dir, dass die Symbole in den weißen und schwarzen Feldern kaum zu sehen sind. Nö, ich lasse das einfach so. Der Patch ist benötigt, um auf die Online-Features zuzugreifen. Was ist denn WB Play? Deine Reise über Schwarzloch beginnt jetzt für die neuesten... Naja, gehen wir mal in Optionen. Spieleinstellungen. Zielgenauigkeit, Kamera... Also, gebt euch da keiner Illusion hin. Dass jetzt online nicht geht, ist nicht so schlimm, weil es ist sowieso nur für einen Spieler. Also man kann nicht mit anderen zusammenspielen. Ich weiß jetzt nicht, was man da online spielen würde. So, drücken, Wurfdolch, Fernkampfmodus, halten, schleichen, interagieren und greifen, die Geisterwelt betreten, okay. Konter, Angriff, rollen und rennen. Nach unten klettern auf Boden, mein Gott, was ist denn das für eine... Gebrandmarkten aktivieren, Gebrandmarkten töten. Ich verstehe nichts. Wir fangen einfach mal an, würde ich sagen. Story-Modus haben wir hier. Kriegsproben zum Download und alternative Skins zum Herunterladen. Ja, aber beides verschlossen, weil ich nicht den neuesten Patch installiert habe jetzt hier. Ich habe jetzt keine Lust, da zu warten, wieder bis eine Update-Datei gedownloadet ist. Es ist bei jedem Spiel, das man sich neu holt und einlegt, muss sofort geupdatet werden. Sofort ein Update da. Finde ich schrecklich. Das gab's früher nicht. Früher hast du eine Spielekassette in Atari getan und wenn er nicht funktioniert hat, hast du Pech gehabt. Im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Hier geschah es, an den Hängen des Schicksalsberges, dass der dunkle Herrscher Sauron von einem Bündnis aus Elben und Menschen besiegt wurde. Hier geschah es auch, dass die Waldläufer Gondors 2500 Jahre Wache standen. Wache gegen ein namenloses Übel, das sie bereits vergessen hatten. Und als die Stärke Gondors verblasste, erwachte die Macht Saurons in der Dunkelheit. Er ist nach Mordor zurückgekehrt. Schatten und Flammen halten das schwarze Tor umschlungen. Und kein Sterblicher kann sich ihnen widersetzen. Ioret! Das war ein perfekter Schlag, um ein Huhn zu töten. Ich will dir nur nicht wehtun. Du musst dich schon mehr anstrengen. Dir, Hael, der mächtige Hühnerschreck. Komm schon. Komm schon. Zeig mir, was du drauf hast. Huh? Ja, zeig mal. Also. Du musst schon härter zuschlagen, um deinen Vater zu bezwingen.
Hart genug? Pariere, mein Sohn. Vergiss nicht zu blocken. Vielleicht solltest du nicht vergessen zu schlagen. Bleib wachsam, Yihei. Dein Feind ja, ist mach mal noch, was er zu sein scheint. Ruhig, Blutsohn. Noch bist du kein Soldat. Ich setz dich auf! Wir heilen! Mir geht's gut! Halte er zwei gedrückt? Ah, okay. Hack and Slay. Abgewehrt. Zack. R1 zum Greifen und Werfen. Was soll ich denn hier greifen? Hier ist ja nichts. Ach so, die kann ich greifen. Oder? Nee. Doch. Ah, okay. Oh, was denn jetzt? War auf einmal Zeitlupe. Diese Orks sind wilder als alle, die wir jemals sahen. Das sind keine Orks, das sind Uruks. Sie sind gefährlicher und es sind zu viele. Geh zu deiner Mutter. Geh zu deiner Mutter und beschütze sie. Ich bin direkt hinter dir. Geh. Der Tod hat dich verstoßen. Etwas verwirrend. Durch Wind und Wasser schreitest du, durch Berge weiß und blau, auf deinem Weg. Alles Liebe zum Hochzeitstag. Talion, die sind wunderschön. Wo hast du die her? Ich hab da noch ein paar Freunde in Gondor. Hast du meinen Vater gesprochen? Das habe ich. Und es hat sich nichts geändert. Er ist nach wie vor stur. Lass uns dennoch fortgehen. Dir, Hael, wird das nicht gefallen. Es muss ein besseres Leben geben als dieses. Jetzt nicht. Aber bald. Ich habe es so satt, mich hier zu verstecken, Talion. Wenn wir uns nicht verstecken, sind wir beide tot. Komm mit. Wir hätten gehen sollen, als wir die Gelegenheit hatten. Bleib hier. Ich bahne uns einen Weg. Sie sind in der Überzahl. Schleichen ist meine einzige Hoffnung. Wir sollten die Kriegerklasse ausgehen. Zack. Ich bin der Hitman. Yeah. Alle keine Chance gegen mich. Steck dein Schild.
Schwert weg, Waldläufer. Kaya! Die schwarze Hand will ihn lebendig! Nimm sie mit! Aua. Vater, seh mich an. Ich bin bei dir, mein Sohn. Kurama Shirkush Ak-Adush. Kantaba Kurisa. Zusammen sein, Geliebter. Bald. Für immer. Gorero Shirkush Ak-Azgush. Katjan Korisach. Gurnanakisak. Gorero Shirkush Ak-Azgush. Glaubst du mir jetzt, Waldläufer? Was ist mit mir geschehen? Der Tod hat dich verstoßen. Hilflos treibst du zwischen dem Licht und der Dunkelheit. Ein Fluch verbindet uns im Innern der Männer und aus. Falls du die Wahrheit sagst, wie können wir diesen Fluch brechen? Wir finden den, der uns verflucht hat. Die schwarze Hand Saurons. Hammer. Richtiges Herr der Ringe-Feeling. Das kommt mir bekannt vor. Ah, okay. Tötete einen Adligen, Ioret. Sein Leben gehört jetzt Gondor. Vater, wenn du meinen Geliebten auslieferst, werde ich aussagen, Askon in Notwehr getötet zu haben. Dann werden wir beide unser Leben für Gondor opfern. Auf jeden Fall super geil wieder inszeniert von der Story her und so. Ich meine, ist klar, ne? Wenn man hier was Herr der Ringe-mäßiges macht, dann muss es natürlich wieder mega aufgepumpt und mega aufgeblasen sein. Und ja, also klappt, ne? Ich fühle mich hier fast wie im Film. Grafik hier und da könnte besser sein. Finde ich aber jetzt nicht schlimm. Denn die Story macht's. Davon lebt das Spiel, würde ich jetzt mal so vom ersten Eindruck her einfach mal so behaupten. Und ich bin ja schnell im Behauptungen aufstellen. Nee, aber finde ich echt gut von der. Also ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht. Das Erneuern von Schmiedetürmen schaltet die Erinnerung des Geistes frei. Okay. Dies schaltet neue Aufträge und Sammelstücke auf der Karte frei und du erhältst zusätzlich auch Mirian.
drücke Kreis zum Beenden. Halte X zurück, bewege ich nach vorne, um einen Vorsprung herabzuspringen. Hammer sein am Narchost übersehen, hä? Den Fehler kann ich beheben. Nee, da sieht die Grafik schon wieder toll aus. Oh, halte L2 gedrückt, um einen Fernkampfmodus. Zack. Zack. Schwarze Hand wollte sie alle tot sehen. Um eine Geistes... Ah, okay. Du sollst für deine Taten leiden. Boah, Hammer. Schaut mich an, was ich so machen kann. Halte R1 gedrückt, dann X zum Verhören. Was weißt du über die schwarze Hand, Sauron? Er ist ein Dämon. Aus dem Nichts geschaffen. Ich hatte einen Sklaven, der schwört, er hat ihn bekämpft. Hab ihn verkauft für ein Fass voll Grog an Gimub, den Sklaventreiber. Dies sind die Hauptmänner von Saurons Armee. Sie erscheinen dir als Schemen, da du ihre Identität noch nicht kennst. Okay. Wenn du Feinde verhörst, erfährst du wertvolle Informationen über die Hauptmänner. Ah, okay. Du hast Gibubs Identität erfahren. Dies wird dir dabei helfen, ihn zu finden. Sein Titel der Sklaventreiber verrät dir etwas über seine Position in der Gesellschaft der Uruks. Zudem hast du einen Machtrang erfahren. Dieser verleiht dir den Eindruck darüber, wie schwierig es sein wird, ihn zu besiegen. Der Machtrang bestimmt ebenfalls die Belohnung, die für den Sieg erhältst. Belohnungen enthalten Runen, um deine Waffe aufzuwerten und erhöhen deine eigene P-Macht, wodurch du neue Fähigkeitsstufen freischalten kannst. Ziel befindet sich hier. Hauptauftrag. Okay. Neues Ziel. Dann soll das unser Ziel sein. Wenn man einem Ork trauen kann. Es geht nicht um seine Worte. Seine Gedanken sind es, die nicht lügen. Hammer. Also am Anfang dachte ich, die Grafik würde gar nicht so toll aussehen, aber jetzt so zwischendurch sieht sie doch echt super aus. Goldene Symbole setzen die Haupthandlung fort. Rote Symbole zeigen Machtkämpfern, bei denen Uruks einander bekämpfen, um ihr Ansehen zu steigern. Belohnung, P-Macht, um neue Fähigkeitsstufen freizuschalten. Weiße Symbole repräsentieren Nebenmissionen und Sammelstücke. Okay. Hier stehen zwei Hauptaufträge zur Verfügung. Der Sklaventreiber rette die Menschen in Mordor um Feinde und winne die schwarzen Hauptmänner. Der Geist von Mordor erfahre mehr über die Gesellschaft der Uruk von Saurons Armee. Ja, machen wir natürlich beide. Die Welt hat sich verändert. Nichts ergibt mehr Sinn. Es hat sich nichts geändert. So wird es ewig bleiben. Zukunft und Vergangenheit sind durch Dunkelheit verbunden. Ich verstehe nicht, wieso ich hier bin. Und ich erinnere mich nicht. Yeah. Lass uns den Sklaventreiber suchen. Vielleicht hat er Antworten. Ich liebe eine gute Prügelei. Ich auch. Und jetzt zack, 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 zack.
Das Symbol über dem Kopf eines Uruks zeigt seine Achtsamkeit an. Bedeutet, dass ein Uruk etwas Auffälliges untersucht, das entdeckt hat? Okay. Ich glaube aber schon, dass der mich hier schon längst entdeckt hat. Mugrisch Dünnpfiff, einer der geilsten Namen überhaupt. Dann zeig mal, was du von Schmerzen verstehst. Oh, bin ich schon tot? Bewege das Symbol mit Elle den Kreis hinein und drücke dann die angezeigte Taste, um einen Konter auszuführen. Mann, schon wieder. Verdammt, nicht rechtzeitig geschafft. Ich frag mich, was für einen hübschen Preis dein Kopf wohl erzielt. Okay, das Spiel. Ja gut, ich bin aber auch irgendwo einfach hingerannt, ne? Jetzt hat er mehr Macht gekriegt. Aber ich habe weitere Hauptmänner entdeckt, ist ja auch nicht schlecht, ne? Unter den Uruks herrscht ein ständiger Konkurrenzkampf um die Herrschaft. Im Laufe der Zeit erhältst du Kampfberichte, die Ergebnisse, bla, ja, okay. Okay, dadurch, dass ich gegen die verloren habe, sind einige, stärker geworden. Das war nicht so der Sinn der Sache. Sie sind Lichter, die uns im Land der Schatten führen werden. Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Es sind blasse Reflexionen des Lichts der beiden Bäume und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. Die Geisterwelt. Da hinten ist irgendwas. Sollte ich das finden? Tatsache. So, erst den Sklaventreiber oder... Nee. Hier. So, suche auf der Karte nach und so weiter. Wir müssen ja nach hier. Nee, nicht Schnellreise. Was ist das? Information. Wo ist denn der andere? Ach so, da ganz hinten. Okay. So, dann habe ich jetzt erstmal hier die Information für uns markiert. Versuchen wir erstmal dahin zu kommen. Oh, da ist dann auch wieder ein roter Pfeil. Oh, was für eine riesige Map. Die auch sehr gut aussieht. Von hinten. Krieg keine Sau mit. Jawoll. So einfach ist das. Oh, da ist aber einer, der mich bemerkt hat. Und jetzt Exekution. So. Oh, ein Hauptmann. Aha, war wieder klar. Hier und jetzt. Und versuch gar nicht davon zu laufen. Ich werde dir nämlich durch ganz Mordor folgen. Okay. Ja gut, ich habe ja alle anderen um uns rum hier eigentlich erledigt, ne? Dürfte eigentlich jetzt nicht so... Ah ne, da kommt schon wieder Verstärkung. Yeah.
Das ist ja richtig cool. Jawoll! Da haben wir noch einen Hauptmann erledigt. Zack! Jetzt habe ich es langsam raus. Guck mal, der rennt weg. Der rennt weg. Was ist das denn für eine Feigenuss? Ach, soll er doch bleiben. Er soll ja auch wegrennen. So, aber ich glaube für die Information, ich bin ja runtergesprungen. Das war, glaube ich, gar nicht so gut. So, was ist denn das hier? Grimmige Entschlossenheit. Seht die Runen. Elbenschmieden legen ihre großen Taten detailliert dar und erinnern mit diesen geheimnisvollen und mächtigen Gravuren an die Triumphe längst erblichener Kriege. Die Schmiede setzen... So. Okay. Waren also wirklich nur Informationen. So, ich glaube übrigens, halt die Informationen, die ich hier haben wollte, dass die hier oben drauf sind, auf diesem Hügel, und ich da gar nicht so dran komme. Boah, die sind echt doof, die Viecher, ne? So, und wir sehen ja... Ach, Entschuldigung. Wie ist man nochmal in die Geisterwelt gekommen? Ich habe das schon wieder vergessen. Ach so. Da ist ja so ein komisches Dingen da auf dem Radar. Ja, genau. Das ist wieder hier dieses Kraut. So. Dieses Nifridil. Wenn ich in der Geisterwelt bin, nehmen die mich dann eigentlich wahr? Jawoll! Zack! Ja, ihr merkt schon, ich habe einen Lieblingsmove gefunden. Zack. Wunderbar. Boah, das macht richtig Spaß, Leute. Zumindest mir. Den Orks wahrscheinlich nicht ganz so. Haha. So, oh, da hinten kommt ein Hauptmann, glaube ich. Da muss ich jetzt gucken, dass ich hier irgendwie wegkomme. Wie kann ich denn jetzt... Ach so, Energie geht von alleine wieder. Wird da von alleine wieder besser. Was ist los, Junge, hier? Oh, das ist ein Hauptmann. Scheiße. Ah, das ist schon wieder Dünnpfiff. Ah. Ah, da kommen wieder direkt zwei Gefolgsleute. Nein. Fuck. Oh, falschen Knopf gedrückt, ey. Das gibt's doch nicht. Die Länge meiner Beförderungszeremonie. Ja, ihr merkt schon. Ich bin voll in dem Spiel versunken. Ich habe gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit rumgegangen ist. Mein Gott. Ja, also, Leute, absolute Kaufempfehlung, kauft euch das Spiel. Ich weiß gar nicht, warum ich gezögert habe, das zu kaufen. Mich hat nur dieses Einzelplayer halt abgeschreckt. Die Spiele kaufe ich mir halt ungern.
Aber super, macht Spaß auf jeden Fall. Kaufen. Ja, damit bin ich auch schon wieder raus. Das Video ist schon wieder rum. Schreibt doch in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet, von dem Video haltet, von mir haltet, ob ihr das gekauft habt oder ob ihr es nicht kaufen wollt. Warum, wieso, weshalb. Ansonsten vergesst nicht meine Amazon-Links unterm Video und den Daumen nach oben. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, spielt's auch mal bei euch sein mag. Stay tuned, euer Gameblamer. Ciao.